Moin, mein Name ist Albo, ich bin gerade im Wald unterwegs und heute in unserem kleinen Tipps und Tricks Video im Outdoor Adventskalender soll es darum gehen, wie ich mich vor Kälte schütze. Wenn dich das interessiert, dann bleib da einfach dran. Ja, die Gefahr von Kälte auf Tour. Ernst zu nehmen, denn sie kann uns die ganze Lust rauben. Betrachte dieses Video gerne als zweites Erweiterungsvideo zum Zwiebelprinzip bzw. Drei-Schichten-Prinzip. Dass ich mich natürlich vor Kälte schütze, indem ich nicht nass werde durch Regen und Wind, ist eine sehr triviale Einsicht. Das habe ich schon mal in einem anderen Video behandelt. Guckt euch das gerne an. Auf dem kleinen Ausrufezeichen findet ihr das oder einfach in der Playlist zu Outdoor Basics, mein Outdoor Adventskalender. Das heißt, um mich auf Tour vor Kälte zu schützen, gibt es natürlich verschiedenste Stoffe. Dazu zählen natürlich Wollstoffe im Sinne von tierischen Wollstoffen, dann Baumwollstoff zum Beispiel oder auch künstliche Stoffe wie Vlies. Beginnen wir mit tierischen Wollstoffen zum Beispiel. Dazu zählt klassischerweise Merino-Wolle, aber natürlich auch dicke Schuhe, Wolldecken und ähnliches. Direkt am Körper getragen sind solche Wollstoffe durchaus effektiv. Ich benutze sehr gerne alle Arten von Merino als erste Schicht, aber auch als Mütze und als Schal natürlich. Das leitet die Feuchtigkeit sehr gut ab und dadurch, dass nicht mehr uns nass ist, können wir auch nicht mehr so viel Wärme abtransportieren und in der Wolle selber wird auch dann sehr gut die Wärme gespeichert. Als dicke Decke zum Beispiel ist sie allerdings wieder weniger effektiv. Man muss einfach sagen, das liegt aber auch an geschlossenen Systemen. Ein Schlafsack zum Beispiel mit einer künstlichen Füllung ist einfach effektiver als zum Beispiel eine Wollstoffdecke von der Armee. Ein weiterer Stoff, der mich auf Tour schützen kann vor der Kälte, vor der Gefahr der Kälte, ist natürlich ganz klassischer Baumwollstoff. Das tragen wir meiner Meinung nach mit am meisten, ja auch vor allen Dingen draußen, gerne ich an meinen alten Armee-T-Shirts und ähnlichem. Baumwolle hat natürlich das Problem, dass es ja das Wasser relativ lange speichert, aber dass es sich sehr angenehm auf der Haut anfühlt und ja auch relativ geruchsneutral selbst bei mehreren Benutzen ist. Künstliche Stoffe sind sehr leicht, können sich auch gut anfühlen, wenn sie gut verarbeitet worden sind, tragen die Feuchtigkeit schnell nach außen, aber sie stinken halt dann schon ja, relativ doll, wenn man sie vor allem direkt auf der Haut benutzt. Das heißt, wir haben jetzt die verschiedenen Stoffe und ungefähr ihre Fähigkeiten. In welcher Situation benutze ich sie denn wie, um mich am besten vor Kälte zu schützen? Wenn ich noch voll im Wandern drin bin und ich bin an sich geschützt vor dem Regen, dann brauche ich normalerweise nur eine ganz dünne Schicht unten, ja, gar kein Pullover oder sonst irgendwas. Da reicht ja zum Beispiel sehr gute künstliche, ja, dünne Skiunterwäsche, sag ich mal zum Beispiel. Oder halt der Klassiker Merino-Wolle. Tatsächlich braucht man da gar nicht wirklich viel mehr beim Wandern. Ich merke das immer wieder, auch beim Skifahren, das ist übrigens ähnliches Prinzip. Die Leute wollen sich immer mega dick anziehen, weil sie sich denken, oh, da ist aber Schnee und das ist doch alles so kalt. Ja, aber wenn du voll in Bewegung bist, brauchst du einfach nicht so viel Klamotten. Solange du vor starkem Wind und Regen geschützt bist außen, ist es gar nicht so wichtig, dass du viel drunter anhast. Es gibt einen zweiten Punkt, da wird das viel wichtiger, und zwar in den Pausen. In einer Pause produziert der Körper keine Wärme mehr nach. Das heißt, wir kühlen sehr stark, sehr schnell aus, weil unsere Umgebungstemperatur ist ja eigentlich viel zu kalt für unsere normale Körpertemperatur. Es bietet sich an, wenn wir eine Pause machen, sofort die Jacke aufzumachen, ein Vlies anzuziehen zum Beispiel und dann sofort wieder zuzumachen. Denn als Wärmeschicht sind Vliese eine sehr gute Wahl. Denn tatsächlich bieten sie ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allen Dingen auch ein Packmaß- und Gewichtsverhältnis im Gegensatz zum Beispiel zu richtig schwerer Wolle. Wenn wir dann angekommen sind bei unserem Lager, ja, wir fangen langsam an, wirklich stark runterzufahren. Das heißt, wir sind auch nicht mehr im Arbeitsprozess, sondern setzen uns nur noch hin, vielleicht an Feuer oder schon in den Schlafsack im Zelt. Dann brauchen wir noch mehr Wärmeschichten. Allerdings brauchen wir dann natürlich meistens unsere Schutzschichten nicht mehr gegen den Wind und den Regen. Das heißt, wir können klassischerweise eine Daunenjacke benutzen. Diese sind sehr kompakt zusammen, ja, packbar und im Endeffekt sehr wärmespendend, wobei sie dann auch noch sehr leicht sind. Das heißt, klassischerweise wechseln wir dann unsere oberste Schicht
unsere Wasser- und Windbrecherschicht sozusagen gegen eine Daunenjacke, die wir noch im Rucksack haben. Natürlich wird das erst wirklich notwendig, wenn wir langsam auf die Minusgrade zugehen. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel, wenn wir nur noch am Lagerfeuer sitzen oder schon im Zelt halb im Schlafsack drin sitzen, nur noch eine Unterschicht an, die wir vielleicht auch beim Wandern anhatten. Manchmal tausche ich die auch aus, je nachdem. Ja, dann habe ich so zwei Sets sozusagen. Einmal das Wanderset an Klamotten und einmal das abends Chill- oder Ausruhset sozusagen. Darüber zieht man dann noch ein kleines Vlies vielleicht an und darüber kommt dann die dicke Daunenjacke rüber. So kann ich mich natürlich am besten vor den Gefahren von Kälte schützen, denn Wandern bei Minustemperaturen ist nochmal ein ganz anderer Schnack als jetzt zum Beispiel bei angenehmen 15 Grad, was ich zum Beispiel als die beste Wandertemperatur empfinde. Ja? 15 Grad mit ein klein bisschen Wind, aber nicht allzu viel, ohne Regen, mit einem schönen Himmel, finde ich, ist die angenehmste Art zu wandern. Aber das hat man äußerst, äußerst selten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar hilfreiche Tipps und Tricks geben, um euch gegen die Kälte Outdoor zu schützen. Lasst mir doch gerne mal ein Like da und hier links und rechts oben findest du noch weitere Videos im Outdoor Adventskalender zu Tipps und Tricks. Einmal mal draufklicken. Hier links unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast, denn dann verpasst du keine Videos mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten. Bis dahin. Tschüss, tschüss.